Zugeschaltet aus dem Großraum Kiew ist nun Inna Sovschun. Sie ist ukrainische Parlamentarierin von der Partei Stimme. Guten Morgen, Frau Sovschun, und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Guten Morgen, danke für die erneute Einladung. Frau Sovschun, wie sehen Sie denn jetzt die aktuelle Situation? Also würden Sie tatsächlich davon sprechen, dass Kiew und die Vororte rund um Kiew befreit sind, in Anführungsstrichen? Dort gibt es jetzt keine russische Armee. Es ist das, worüber wir sprechen können, dass Kiew und die Orte rund um Kiew befreit sind. Aber darüber zu sprechen, dass es ein Gebiet ist, wohin die Menschen wieder zurückkehren können, das können wir nicht. Wir haben gesehen, es wurde vermint, die Russen haben diese kleinen Städte vermint. Wir sehen, dass viele, viele Menschen, die dort geblieben sind, sind nicht mehr. Sie wurden einfach ermordet durch Russen. Und ich sage ganz offen, den ganzen Tag gestern war es ein Schock, eine Minute nach der anderen, Bilder aus Bucha, welche Grausamkeiten dort in diesen Straßen begangen wurden. Wir wussten, dass es dort Grausamkeiten gibt, aber den Maßstab, der war uns nicht bewusst, bis die ukrainischen Truppen dort angelangt waren und das gesehen haben, diese einfach tote Menschen auf den Straßen und schockierende Zerstörung. Und diese Städte werden nicht so schnell wieder bereit sein, um dort einfach zu wohnen. Aber dort gibt es zumindest keine russische Armee mehr, das stimmt. Ja, Sie haben es ja eben angesprochen. Bestürzende Bilder, die uns zum Beispiel aus Bucha erreicht haben. Grausame Bilder, die wir dort gesehen haben. Was bedeutet das denn jetzt auch für den weiteren Verlauf des Krieges? Und auch vor allen Dingen für mögliche Verhandlungen zwischen Präsident Zelensky und dem russischen Präsidenten Putin oder aber überhaupt erstmal auf diplomatischer Ebene, also die müssten doch durch diese Vorkommnisse belastet werden. Ja, Sie haben völlig recht in dieser Frage, weil nachdem wir jetzt gesehen haben, was die russische Armee anrichtet mit unseren Menschen, über Kompromisse zu sprechen, sich zu Verhandlungen zu begeben, es macht es nicht leichter. Und jetzt danach kann man keine Kompromisse eingehen, wenn man über russische Kontrolle über ein gewisses Gebiet spricht, weil wir sehen, was sie antun, wenn sie einen Teil von Ukraine in ihre Hände bekommen, unter ihre Kontrolle. Und wenn wir jetzt Kompromisse eingehen hinsichtlich möglicher des Verbleibs russischer Armee irgendwo in der Ukraine, auf ukrainischem Gebiet, sie sehen, was sie unserem ukrainischen Land antun, verbrannte Erde hinterlassen die. Und ja, das wird es schon beeinflussen. Und eindeutig ist das jetzt für die ukrainische Gesellschaft, ist es jetzt nicht möglich, jegliche Kompromisse einzugehen über die Kontrolle des russischen Militärs über unsere Gebiete. Hundertprozentig, weil wir sehen, sie zerstören alles und töten alles, was sie einfach in die Hände bekommen. Frau Sovschun, aber was bedeutet das aus Ihrer Sicht? Was zeigt das über die Militärstrategie von Putins Truppen? Ich glaube, teilweise spricht es davon, dass ihre militärische Strategie nicht gewirkt hat. Es hat nicht geklappt. Wir haben verstanden, dass sie Kiew tatsächlich erobern wollten. Sie haben sich einfach verrechnet. Es war kein Ablenkungsmanöver, sondern sie haben es tatsächlich versucht. Und wenn sie verstanden haben, dass es nicht funktioniert, dass der Widerstand einfach so unglaublich ist, dann war alles, was sie tun konnten, war einfach diese schreckliche Gewalt gegen die Zivilisten. Ich glaube, jede Armee natürlich gegen Zivilisten so grausam wird, wenn sie sieht, dass sie militärisch nicht vorankommt. Und so war das hier. Und wir haben gesehen, dass die russische Armee rund um Kiew einfach versagt hat. Und dann gab es diesen Terror gegen die Zivilisten, einfach weil sie die ukrainische Armee, der ukrainischen Armee nichts entgegensetzen konnten oder nicht so viel. Und ich glaube, das bedeutet, dass diese Methoden, also Gräueltaten gegen zivile Bevölkerung, dass sie das auch weiterhin nutzen werden in anderen Gebieten. Aber natürlich aus militärischer Sicht zeugt es eher von der Schwäche, von dessen Schwäche, als von Stärke. Es ist natürlich schrecklich, es macht uns fassungslos, aber das im Klartext sagt, dass sie sind schwächer, als sie sich selbst vielleicht gedacht haben.
Nun haben wir gesehen in den vergangenen Stunden ja auch die Angriffe der russischen Truppen, vor allem im Osten und im Süden des Landes. Sie gehen unvermindert weiter und offenbar sind auch Marschflugkörper auf Odessa abgeschossen worden. Also kann man daran erkennen, dass tatsächlich jetzt das Ziel jetzt ist, also der Osten der Ukraine und auch der wichtige strategische Hafen Odessa, das ist der wichtigste Hafen, den die Ukraine besitzt. Ja, absolut. Wir sind aufgewacht jetzt mit diesen Nachrichten heute, ja, dass zum ersten Mal es eine große Explosion in Odessa gab. Wir verstehen, dass die russische Armee versucht hat, Odessa zu besetzen. Vom Festland aus, das können sie nicht, weil sie bei Mykolaiv einfach stecken geblieben sind. Dort wird hart gekämpft, die Ukraine. Die Ukrainer sind standhaft. Und es ist jetzt klar, dass sie versuchen, das aus der Seeseite zu tun. Sie haben mehrere Versuche schon unternommen. Sie waren alle nicht erfolgreich. Jedes Mal wurden sie weiter vertrieben von der Küste weg, die ukrainische Armee. Aber solange uns selbstständig zu verteidigen, werden wir es nicht schaffen. Wir sind sehr froh darüber, dass Boris Johnson gestern gesagt hat, dass sie auch darüber gesprochen haben oder er gesprochen hat, dass man auch Schiffsabwehrwaffen der Ukraine geben sollte, dass es sehr notwendig ist. Das freut uns seitens des britischen Premiers und es ist für Odessa enorm wichtig und richtig, dass man auch die unsere Zivilisten verteidigt und Odessa verteidigt. Das ist ein sehr wichtiger Hafen. Ein großer Anteil des Handels der Ukraine geht über Odessa, das Hafenterminal. Und das Schwarze Meer ist jetzt für uns blockiert, sozusagen momentan für die Ukraine. Und der Zugang zur Ukraine ist schwierig von der Seeseite. Und das ist enorm wichtig, hier Odessa zu halten. Und das wird uns auch die Möglichkeit geben, zum Gegenangriff in anderen südlichen Teilen zu übergehen. Gehen, wenn wir Odessa halten, wo Russland jetzt kontrolliert. Und wenn die Menschen täglich protestieren, trotz der Besatzung, gegen diese Besatzer, wir müssen diese Menschen retten, unsere Bürger. Aber dann das Wichtigste ist hier Odessa, uns dort zu sozusagen festzusetzen und zu bleiben. Inasov, schon danke Ihnen für das Gespräch und Ihnen weiterhin natürlich alles Gute. Und wir hoffen natürlich auch, dass es so schnell wie möglich endlich wieder Frieden in der Ukraine geben kann. Danke Ihnen.